Hallo, meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zur 15. Folge von Assassin's Creed Unity, einem sehr schönen Spiel. Auch wenn es mit der Performance zu kämpfen hat, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Egal, und wir waren letztes Mal auf dem Weg zum Turm. Diesen Weg habe ich jetzt einfach rausgeschnitten und haben da den Aussichtspunkt jetzt gemacht. Und ich wette, dass wir jetzt direkt mit unserer gelben Zipfelmütze, die ich leider schon wieder eingetauscht habe, uns auf dem Weg woanders hin machen. Und zwar zu meiner. Was ist denn los? Ach so. Eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Ich hasse diese Truhen. Inzwischen. Wieso macht Ubisoft sowas? Wieso? Das ist doch hirnrissig. Und wieso ist das Dach hier falsch rum schräg? Warum? Das ist doch auch total hirnrissig. Naja. Ja. Dann versuchen wir mal diese Erinnerung. Nun gut, Lafreniere. Wo versteckt ihr euch? Das wüsste ich auch gerne. Wahrscheinlich da drinnen. Und ja, ich weiß nicht, was ich machen kann hier. Erstmal alles aufrüsten, denn. Hallo? Die kann ich auch noch verbessern. Ne? Okay, scheinbar habe ich hier wieder meinen üblichen, wie soll ich sagen, Ausrüstungsakribischkeitsteile. Ich überspringe das mal eben kurz. So, das ist die letzte Hose. Die letzte Hose, wir haben ja nur eine an. Also, und weiter geht's. Ja, falls ich mich etwas heiser anhören sollen. Anhören sollte. Ich fühle mich auch so. Aber jetzt gehen wir erstmal gucken, wo wir hier durchkommen können. Und wo nicht. Denn das wäre schon etwas, eine sehr große Hilfe. Da kommen wir nicht rein. Da oben kommen wir auch überall nicht rein, weil da überall diese dummen Stacheln dran sind. Oh, die sind böse auf mich. Egal. Übrigens, ich habe mir eine neue. Oh, das wird schlecht ausgehen. Das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Ja, und mit dem nächsten Schuss. Ich bin tot. Perfekt. Also, ab zum nächsten Versuch. So, und beim nächsten Versuch geht's weiter. Versuch Nummer 2. Müsste ich eigentlich unten dran schreiben. So richtig schön fett. Mach ich aber nicht. Habe ich keinen Bock drauf. So. Soll ich rüberkommen und dir eine verpassen, du Spinner? Wieso sind die jetzt schon böse auf mich? Nein, ich möchte nicht da stehen bleiben. Ich lasse mich doch nicht noch mal aufspießen. Haha. Oh. Ich glaube. Oh.
Nein, die haben mich gesehen. Scheiße. Egal. Reinlaufen. Gucken, was es hier gibt. Okay. 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 Also, ich würde sagen... Ups. Scheiße. Wir haben eindeutig zu viele angelockt. Eindeutig. Die sind alles Level 3er. Und jetzt ist auch noch die Alarmglocke dran. Wir werden das nicht schaffen. Nee. Also es sind zu viele. Es sind viel zu viele. Da haben wir noch einen mitgenommen. Da haben wir noch einen mitgenommen. Wir müssten eigentlich nur rundherum laufen und alle die so mitnehmen. So, lauf! Cool, hier oben gibt es ja noch was. Okay, ne, das war's. Obwohl, wir überleben recht lange, muss ich sagen. Komm, ich hoffe, wir können hier irgendwie weglaufen. Dass wir zumindest nicht nochmal neu laden müssen. Okay, ich glaube nicht, denn noch ein Schuss und ich bin... Ah. Ich habe die Medikabteilung entdeckt. Aber erst wenn wir nicht schaffen, die abzuschütteln. Glaube ich zumindest. Ne. Ne, 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 ne. Oder doch? Sehen die mich überhaupt noch? Nein, gut, dann, versteck dich hier. Versteck dich bei denen. Genau. So. Immerhin sind wir, noch am Leben. Sagen wir so, ich habe mir übrigens wieder eine neue Mütze gekauft. Und meine Kniehosen verbessert und so ein bisschen hin und her gemacht. Und da laufen wieder ein paar Leute gegen die Leute. Ein paar Leute laufen gegen die Leute. So. Jetzt aber. Ich weiß nicht, was ich da geguckt habe. Auf jeden Fall ist das ein schwerer Bezirk. Steckt der da am Boden? Ich hab's nicht gesehen. Kann ich die abschießen? Ne, die haben mich gesehen. Die haben mich gesehen. Aua. Ey, der kann besser schießen als ich. Das ist unfair. Okay, ne, das schaffen wir wieder nicht. Denn allein, weil ich vergessen habe, mir ein Medipack reinzupfeifen. Ja. Oh. Vielleicht schaffen wir das ja schon. Nein, schaffen wir nicht. Ha, schade. Okay, nächster Versuch. So, in diesem Versuch habe ich natürlich etwas anderes gemacht und ich bin oben drüber gelaufen. Allerdings konnte ich das Sperrgebiet so nicht betreten. Was ich aber machen konnte, ist auf die Kuppel drauf gehen. Glaube ich zumindest, ja. Genau. Dann war ich jetzt hier oben drauf. Ich habe noch immer keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich wollte an eins der Fenster hochlaufen. Glaube ich.
Ich weiß es noch nicht mal. Nein, ich wollte zum Aussichtspunkt. Aha. Fenster war Nebensache. Erstmal. Aussichtspunkt? Nein. Ach, da kommt man nicht mehr hoch. Das ist natürlich doof. Eigentlich wollte ich da hoch zum Aussichtspunkt. Schade. So, gehen wir jetzt wieder weiter. Da ist doch ein Aussichtspunkt. Verdammt nochmal. Kannst du nicht einfach das mal sagen, das mal tun, was ich sage? Da kommst du nicht hoch. Das muss ich untersuchen, aber es gibt hier keinen Weg rein. Was ziemlich schade ist. Naja. Immerhin, wenn wir es schaffen, nehmen wir den Aussichtspunkt mit. Machen wir bestimmt. Wieso sollten wir auch nicht? So. Wie schön. Alles aussieht. Also ich muss sagen, ich habe ja keinen so guten Monitor und da wirken die Farben immer etwas blass. Aber trotzdem finde ich, sehen die Farben hier irre schön aus. Du kommst hier auch nicht hoch. Ich weiß nicht wieso, aber man kommt hier nicht hoch. Das ist doof. Ziemlich doof. Ich weiß noch nicht mal warum. Man kann ja auf jeden Fall schöne Sprünge drauf machen. Hier drinnen gibt es auch keine Sachen. Gut. Nach unten. Warte mal, ist der gerade frei? Komm, geh weiter runter. Nein, da ist Gitter. Mist, es wäre so geil, wenn man jetzt einfach da reinspringen könnte. Geht leider nicht. Okay. Dann muss es einen anderen Weg da rein geben. Den ich sehr wahrscheinlich nicht kenne. Oder doch? Hier geht es nämlich rein. Oh. Und die sehen mich direkt, was natürlich ziemlich scheiße ist. Und, okay, das war wieder mein Todesurteil. Oder? Nein! Voll cool! Ja. Wie komme ich jetzt weiter? Okay, scheinbar. Oh. Jetzt laufen die drumherum, das ist natürlich dumm. Ja. Ich dachte schon, die treffen mich nie. Ja, okay, das sind wieder zu viele. Das ist, naja, eine Neuigkeit am neuen Kampfsystem, dass man den Ruck nicht parieren kann, aber es ist irgendwie auch cool. Naja, zum nächsten Mal.
So, Versuch Nummer 3 oder 4. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich sitze auf jeden Fall schon 20 Minuten an dieser Mission, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Was sehr, sehr klug ist. Und ich habe mich jetzt sozusagen, ich habe jetzt herausgefunden, dass es vielleicht klug ist, sich leise zu bewegen. Also die Schleichentaste gedrückt zu halten. So. Der sieht mich dummerweise. Eine Lieferung für das Waffenlager. Teufel. Komm. Bring ihn um. Perfekt. So. Ab wieder nach oben, denn oben ist immer gut. Aber hier kann man leider auch nichts mehr machen. Naja, immerhin kann man plündern, ja? Plündern ist das Beste. Okay, ich die beiden von hinten. Nein, schade. Okay. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Ja, das ist es. Laufen wir mal beim Back und hallo. Ah Mist, jetzt haben die Alarmglocke geläutet. Naja, immerhin. Sieht der Kampf schon besser aus. Oder? In die Medizin. Nimm die Medizin. Ah, oh, diese Slide Kills sind schon richtig geil. Das muss man sagen. Und achso, ich habe mich während ich mich vor der Mission Make-up Puder. Wieso Make-up Puder? Naja, ich habe mich, bevor ich mich mit dieser Mission beschäftigt habe, ja ausgerüstet. Und da habe ich einen Gürtel geholt, der neue Kapazitäten in Sachen Gietrische und so weiter hat. Weil die anderen ja ziemlich wenig waren. Man sollte natürlich nur immer Dietrich und so weiter dabei haben. So, schieß ihn ab. Wieso kriegst du den nicht abgeschossen? Da. Jetzt. Ja, der schießt den ab, ohne zu zielen, ne? Waffen aus so Stein. Macht man das. Ja, wieso aus Bayern? Oh, ich würde sagen, hier ist die Folge beendet. Jetzt gleich. Was immer er plant, es ist groß. Ja. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Super, ich würde sagen, hiermit beende ich die Folge, was ja super ist. Sicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Und jetzt. Ich weiß, ich bin fies.